wie du dein PaySafeGuard-Guthaben auf dein PayPal-Konto transferieren kannst und was es zu beachten gibt, ob das überhaupt geht, das erfährst du hier in dem Video. Also bleib dran und sei gespannt. Ui, das Video fängt ja an. Jetzt können wir uns endlich mit diesem wichtigen Thema beschäftigen. Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass man sein Guthaben sinnvoll nutzt. Und das habe ich auch in dem letzten, vorvorletzten und vorletzten Video alles erklärt, was man mit seinem Guthaben, mit seinem Restguthaben noch machen kann. Aber jetzt befassen wir uns mal mit dem Thema, wie wir mit, das auf PayPal überweisen können, ob das überhaupt geht. Und meine klare Antwort heißt Jein. Ja, es heißt nicht Nein, sondern Jein. Es geht über Umwege und das will ich dir auch ein wenig grob erläutern, was man da tun kann. Aber ich erzähle jetzt erstmal über die Geschichten, die damals so vollzogen sind und was es alles so auf YouTube gibt, die ganzen Betrüger, die Aufklärungsvideo, finde ich schon mal sehr interessant. Also pass bloß auf, dass du nicht verarscht wirst von irgendwelchen komischen Leuten, die dir was andrehen wollen. Es ist zwar schade, dass es von PayPal da selber keine Funktionen gibt, dass sie Gutscheine annehmen, aber was will man halt machen? Fall bloß nicht auf die ganzen Faker und sonstige Sachen ein. Es geht über Umwege auch, aber ich sag dir, es ist halt nicht so optimal. Das zeige ich dir jetzt. Hallo, guten Tag, mein lieber Freund. Können Sie die PaySafeGuard Code nehmen? Ich nehme dafür einen kleinen Centbetrag. Ja, du fragst einfach deinen Freund, ob der diesen Code annimmt und dir vielleicht Geld überweist. Das geht natürlich auch. Weil wenn er PayPal selber hat, kann er das ganz easy peasy rüberladen. Dann gibst du ihm den Code und das funktioniert aber nur, wenn du die Leute auch kennst. Wenn du diese Möglichkeit nicht hast, dann gehen wir jetzt einmal zum nächsten Schritt über. Ui, ein Amazon-Gutschein wäre doch gut, sich davon zu kaufen oder andere Gutscheine, damit man das Geld sinnvoll nutzen kann. Ja, das geht natürlich auch. Dafür brauchst du ein Konto auf paysafe.de. Das habe ich alles schon in weiteren Videos erklärt, deswegen erläutere ich hier das mal grob Schritt für Schritt, was man überhaupt tun kann. Und wenn du dich weiter informieren willst, kein Problem, unten in den Kommentaren. Eine sehr schlechte Idee. Was ich damit meine? Das über Online-Casinos zu machen. Wenn ihr das jetzt bei Google schon eingegeben habt, dieses Thema, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich auf diesen Scheiß-Tipp gekommen sein. Ja, soll ich euch erklären, warum das so mies ist? Ihr ladet das Geld da drauf mit eurer PaySafeGuard-Karte auf das Casino drauf. Dann zahlt ihr euch das aus und seht dann, wow, ihr zahlt Gebühren einmal beim Casino und ihr zahlt Gebühren einmal bei PayPal. Also zahlt ihr das Dreifache drauf und das Geld ist danach nur noch weniger. Das will doch keiner. Und dann kommt noch die Thematik, ob man den Casinos so trauen kann. Also lass das einfach sein, ja. Was natürlich auch geht, wenn ihr ein PaySafe-Konto habt, könnt ihr da euer Guthaben da draufladen. Ne? Ich erkläre euch weiter. Und dann könnt ihr den Support von der PaySafe-Seite selber anschreiben und den sagen, yo, Digga, ich möchte gerne das Geld ausgezahlt bekommen. Dann entscheidet der Support noch, ob das auch so legitim ist. Müsst noch das Bankkonto da hinzufügen bei dem PaySafe-Konto selber. Das werde ich auch noch alles erläutern. Kein Problem, Leute. Und dann wird das auf das Konto von euch da aufgebucht. Ist doch viel besser, als tausendmal Gebühren bei irgendwelchen Leuten zu bezahlen, oder? Wie du sehen kannst, geht es schon. Aber es ist halt nicht so einfach. Beim einen musst du dann anfragen. Beim anderen zahlst du dreifachen Gebühren und beim anderen wird man einfach verarscht. Aber schau dir das an. Was steht da denn? Folge Anti-Wissen. Da kommen bald noch mehr PaySafeGuard-Videos. Ui, das wird doch interessant. Aber das ist doch jetzt zu viel, oder? Deswegen ist es gut, wenn du dich fragst,